Heute geht es zum Dongpeng 20 Volt Max 2 Ampere und 36 WH steht hier drauf, Schlagschrauber. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig gelesen. Ja, 36 WH. Heute sind wir, hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr in meiner Technikabteilung eingecheckt habt auf meinem technischen Kanal und zum neuen Video dabei seid. Den habe ich gesponsert gekriegt, das heißt, es steht wieder Werbung unten unter. Ich fand's cool. Dongcheng, eine Marke, die mir bis dato nicht bekannt war. Mittlerweile ist es, ihr kriegt jetzt das erste Gerät davon zu sehen. Ich habe drei Geräte bekommen. Den Schlagschrauber, einen Schwingschleifer, den aber da machen wir dann, wenn es soweit ist, und noch einen Winkelschleifer. Da machen wir dann Unboxing irgendwann mal. Also so ein bisschen Werkzeugabteilung für uns Heimwerker. Ich fand den cool, oder die drei Sachen fand ich cool, weil man die wirklich gebrauchen kann. Und einen Schlagschrauber wollte ich immer schon mal haben. Und das Ganze per Akku ist schon nice, muss man ehrlich sagen. Na? Hier steht geschrieben, das Ganze hat 20 Volt. Max ist ein Silit, ich kann immer diese Namen nicht aussprechen, und zwar bla bla bla. Der macht bis 180 Newtonmeter. Viertel Zoll Anschluss, Kupplungsring, Position, Drehmomentschlüssel, verschiedene Drehmomente, Drehzahlen von 17 bis 3 und 0 bis 3000 kann man nochmal einstellen. Das muss ich mir selber erstmal eingebaute LED-Arbeitsleuchte. Grob fahrlässig noch was. Derzeitiger Preis 120 Euro ist nicht billig und dafür muss er schon ein bisschen was leisten. Modellnummer ist DCP L03-14. Wie gesagt, Firma kenne ich nicht, aber wenn es keine, das muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein, wenn es eine Firma ist aus China. Da muss nicht alles am Werkzeug schlecht sein. Deswegen habe ich gedacht, so ein Ding kannst du immer gebrauchen. Das haben wir schon oft gehabt. Du kriegst irgendwelche Schrauben nicht los und dann stehst du da. Und mit dem Akkuschrauber ging es so. Das kenne ich von einem Elektro. Den habe ich euch leider nie gezeigt. Schlagschrauber fürs Auto. Da hat das dann noch immer gut funktioniert, da kann man noch mal so die ein oder andere Schraube lösen. Und jetzt wollen wir nicht mehr quatschen, ich will mir mal das Ding mal angucken, ich bin ganz scharf drauf, weil ich mag Werkzeug. Sag ich lieb Werkzeug. Und jetzt geht's ab zum Dongpeng Schlagschrauber. Check, viel Spaß beim Video. So, natürlich ist der CE gekennzeichnet, ROAS, die üblichen Kennzeichnungen, die drauf sind. Gewicht 1,5 Kilo steht hier. 42 Picks, ein Nylon-Pack. Deutsche Anleitung, bürstenloser Schlagschrauber. 18 Volt steht hier, 20 Volt Max. Ich kann mich ja nur auf den Daten richten, die da drin sind. Wir haben ein Käschchen dabei. Okay. Das finde ich schon mal nicht schlecht, dann kann man das da richtig lassen. Das lässt sich dann auch aufmachen. Bringen wir mal zur Seite. Bedienungsanleitung. Den Griff zum Wegschmeißen. Da muss aber auch ein Schräubchen irgendwo bei sein, dass man das anschrauben kann. Hoffentlich habe ich das nicht verbummelt. Da ist der Akku. Da ist das Ladegerät. Das ist festes Kabel dran, schon mal gut. Der mal zur Seite. Der Schlagschrauber hat schon ordentlich Dampf. Und wir haben natürlich hier noch einige Bits dabei. Ah, hier ist die Schraube reingefallen. Na, die hat sich da zum Anschrauben dieses Haltegriffes. So, wir montieren als erstes erstmal, damit uns das hier nicht wegkommt, das Teil hier. Da muss ich mir das mal angucken, wo das genau hin soll. Guck das an den Akku. So, Akku einschieben. Einfach. Cool. Hier sind noch
Da kommen wir dann gleich nochmal näher dran zu. Okay. Hier steht 20 Volt Max drauf, 2 Ampere. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das die ganze hier ran soll. Ah, das wird an der Seite angeschraubt. Und zwar da. Okay. So, als erstes montieren wir, damit wir es leichter haben. Ich kriege mir das hier so durch. So mal würde ich das jetzt machen. Leicht andrehen. Und ich denke mal, das ist zum Einhängen in den Gürtel. So. Der hat vorne Licht. Ich habe, also wir haben die Einstellung rechts rum. Also dann dreht er links. Rechts. Ausstellung. Und schön ist natürlich die Lampe hier. Dann haben wir hier vorne einmal, ohne dass ich jetzt leicht, also weniger. Wir haben zwei Modis hier, die wir einstellen. Die können wir hier nochmal verstellen. Da gucken wir dann nochmal in den Bedienungsfeld, wozu die Kontrollleuchte ist. Hier lässt sich dreifach was verstellen. Und ich habe leider keine Lupe, dass ich das Zeichen mal lesen könnte. Deswegen hole ich mir jetzt ein Lüpchen. Bei Darky kann ich mir so gut gucken. Dann muss ich wirklich in der Bedienungsanleitung gucken. Ich hasse Bedienungsanleitung. Ah, das ist irgendwie Schraube, bla bla bla. Da gucken wir nochmal gleich in die Bedienungsanleitung. Dann haben wir hier, was ich wirklich toll finde, eine Akku. Hier ist ein kleiner Knopf. Da kann man die Ladeanzeige des Akkus sehen. Ja, das entnehmen, also hier hat man sich mal wirklich, geht echt mega leicht. Das ist schnell gemacht. Ja. Einführen ins Ladegerät, das wollen wir natürlich auch. Ich will den jetzt mal laden und dann werden wir die Ladezeiten checken. Haben wir hier ein CE drauf. Ist auf jeden Fall CE gekennzeichnet. Das ist wegen Brandschutz, das ist auch bei Werkzeug wichtig, sollte man darauf achten. So. Können wir mal irgendwie Strom ziehen jetzt, dass ich jetzt hier nicht das verkehrte Baller wegballer. Weil wäre übel, wenn ich den verkehrten ziehe. Gut. Und wir geben da mal Saft drauf. Das war jetzt uncool. So, da leuchtet es jetzt zumindest schon mal grün. Wenn ich die jetzt in die Ladestation einschiebe, kriegen wir eine rote Leuchte. Wir werden jetzt das mal so hier stehen lassen. Ich werde das Ding laden. Ich wollte euch nur das demonstrieren. Ich mache das hinten an meiner Ladestation. Der wird dann geladen. Ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Wir haben es jetzt 12.35 Uhr. Wir haben eine Ladekapazität gehabt von 2. Sehen wir ja hier, wie lange der Akku braucht, bis er voll ist. Das ist ja schließlich. Es wird also keine Schnellladung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Na, das ist jetzt für die Demonstration für euch hier am Tisch. Da muss ich mir auch noch mal was einfallen lassen, wie ich das besser mache hier. Das ist die nächste Aktion. So. Dass meine Gerätschaften hier wieder gehen. Okay. Gut, jetzt schauen wir uns noch mal die Bedienungsanleitung an, weil es mich doch interessiert, was ist. Die ist immer in Deutsch gemacht, da gibt es nichts dran zu maulen, das habe ich bei den anderen Geräten schon erwähnt. Instruction. Hier haben wir schon Deutsch. Frei. Hier ist noch mal. Das ist, glaube ich, eine. Das ist eine Schnellanleitung. Ah, das ist für den Akku noch mal extra gemacht. Muss man ja sagen. Also, die haben sich echt Sorgen gemacht. Allgemeine Hinweise. Changing green, wann der voll ist. Ladegerät. Also hier steht wirklich noch, das könnt ihr euch mal kurz angucken. Das können wir jetzt hier Seiten wälzen, bis wir schwarz werden. Okay.
Aber nichtsdestotrotz, Übersetzung der Originalleitung mit Sicherheitshinweisen. Bewahren Sie die Warnung auf. Entfernen. Gebrauch und Pflege. Akku zusätzliche. Halten Sie ja, so allgemeine Hinweise. Und jetzt werden wir uns mal angucken, wozu der. Ist da was abgibt? Das ist hier auf dem Batterieanzeige. Akku-Pack. Knopf des Akku-Packs drücken. Verschluss, Beleuchtungsschalter, Batterieanzeige, Umschalter, Hebel, bla bla bla. Ich hätte gerne noch mal hier nochmal zwei Aha. Ladezeiten. Kapazität 2 Aha. Den gibt es auch noch mit 4 Aha. Der soll in 60 Minuten voll sein. Da bin ich ja gespannt. Wenn er ganz voll ist. Umdrehung macht er von 0 bis 11 und 20.000. Das ist L. Ist bis 90, H ist bis 180, aber diese zweite Anzahl, maximaler Drehmoment bis 180 Newton, 90 Newton, das hatten wir bereits schon. Mich würde aber interessieren, wozu der zweite, hier ist nochmal eingerichtet, wie das alles andere, Drehmoment, das sind Drehmomenteinstellungen, und zwar das die intelligente Definition von Einstellungen. Alexa aus. Mein Handy hört neuerdings auf mich. Egal. Das ist eine intelligente Einstellung und hier haben wir diese kleinere Drehmomenteinstellung und das ist hier für L ist die kleinere, glaube ich. Und H ist die höhere Einstellung. So steht es hier jedenfalls. Ist natürlich eine tolle Sache, wenn das nochmal so durch intelligente Einstellung. Wir werden das aber nochmal anders machen, sobald er geladen ist oder beziehungsweise, ich erzähle euch, ob die 60 Minuten eingehalten. Wir werden jetzt kurz mal unterbrechen, den Akku laden, weil time is to go. Ich muss essen. Wenn wir mal eine Schraube rein und rausdrehen, mal gucken, wie das funktioniert, dass ich euch das Wesen mal demonstrieren kann. Weil ich habe jetzt nichts, was ich mit dem Drehmoment leer machen muss. Um euch das am besten zu demonstrieren, leider ist da ein Manko, dass das hier rausfällt. Das ist nicht so schön. Sollte es vielleicht mal magnetisch sein. Nehmen wir hier oben die Schraube von der Platte. Mal gucken, ob das ja passt. Ich stelle mir den ein und wir drücken. Da fällt mir schon die Lampe. Also da muss ich wirklich schon. So, ich mache den jetzt mal wieder rein. Habt ihr gehört? Das war intelligente Einstellung. Das hat richtig gekracht. Alter Schwede, ey. Heftig, heftig, heftig. Der hat richtig Wumms. Nachteilig finde ich hier, dass die hier rausfallen. Aber vielleicht gibt es da auch einen mit Magnet. Aha, hier, guck mal. Dazu ist der nämlich da. Dass das hier nicht rausfällt. Dann bleibt er da auch drinnen stecken. Und da hat natürlich was verkehrt gemacht. Man soll den aufstecken. Und dann fällt das auch nicht raus. Wir sehen es. Dann sitzt es nämlich fest. Cool. Alter, ich bin begeistert. Muss nicht immer Bosch sein. Der Halter lässt sich übrigens auch auf der anderen Seite befestigen. Nochmal. Hier. Jetzt wechsel. Also Dampf hat der. Ich mach's nochmal. Ich will das wissen. Ich will das wissen. So. Ach, wirklich. Mehr traue ich mich wohl gar nicht mehr. Also lässt sich natürlich auch als Akkuschrauber, wenn ich jetzt kurz drücke, dann merkt er, er geht aus. Der zieht durch. Hat schon ganz schön das Gewicht. Dann kommen wir nachher zu meiner Endrezession. So, da sind wir von unserem Dongpong Schlagschrauber zurück. Wie man hört, bin ich immer noch erkältet.
macht aber nichts und heute ist Drehtag, deswegen werde ich mich auch nicht umziehen. Ich bin froh, wenn es hier kuschelig warm ist. So, in die Werkstatt gehe ich auch nicht, das ist einfach zu kalt dort. Wie gesagt, der hat richtig Power, den kann man wirklich nutzen, ist wirklich für einen Heimwerker genau das Ideale. Ich habe ihn auch jetzt schon ein paar Mal im Gebrauch, wir haben es gesehen, der ist auf jeden Fall sein Geld wert. Als Schaschrauber echt absolut und als Akkuschrauber natürlich auch zu nutzen. Ne? Man hat einen Drehmoment drin zum Lösen. Es gibt ja immer Situationen, wo man dann irgendeine Schraube nicht loskriegt. Das habe ich oft genug gehabt in meinem Leben, bin ja nur schon ein bisschen älter. Und Handwerker natürlich auch. Und aus dieser Hinsicht, nicht als IT-Techniker, sondern als Heimwerker, kann ich dieses Gerät echt absolut weiterfehlen. Hier stimmt auf jeden Fall das Preis-Leistungs-Verhältnis. Man hat genug Zubehör und einen zusätzlichen Aufsatz, wo man dann die Dinger nochmal dran reinsteckt, dass die vorne nicht rausfallen. Das war dieses kleine blaue Teil, das haben wir ja im Video gesehen. Absolut Hammer. Ich packe euch den mal in die Videobeschreibung, wem es interessieren sollte aus der Heimwerkerabteilung. Wäre schön, wenn ihr diesen Link nutzt. Das ist ein Affairs-Link, damit supportet ihr den Kanal. Natürlich könnt ihr einkaufen, wo ihr lustig seid, das ist jedem selbst überlassen. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Gebe ich nicht wieder her. Ne? Der ist Gold wert. Sowas sollte man auf jeden Fall als Heimwerker im Haus haben. Kann ich nur empfehlen. Video ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es das denn getan hat, immer Daumen hoch und Abo dalassen. Darüber freue ich mich. Die Erkältung hat sich angekündigt. Muss man ja immer noch gute Laune haben. Hilft ja nichts. Ja, wäre schön, wie gesagt, wenn ihr diesen Link nutzt. Da schon mal danke für. Natürlich könnt ihr, wie gesagt, einkaufen, wo ihr lustig seid. Ich kann mich an dieser Stelle nur verabschieden. Nächste Video ist am Start. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr kein Video verpasst. Und es geht natürlich trotz Krankheit hier fröhlich weiter. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Technik-Check hier auf dem Kanal. Macht's gut. Bis dann, euer Dagi. Bye-bye.